komm, nach hey. Nein, das ist auch schrecklich. Das sieht man, weil mit dem Treichli Club ist, daher kommt Treichli. Nein, der jetzt heute ganz Soljas. Jetzt nehme ich da meine Alte mit, aber ja. Wenn ich gewusst hätte, wie sich die anstellen, du kannst ja gar nicht Treichli. Ja, du weißt, wenn man Er geht sofort auf die Predigen.
Ich glaube, die Leute gar nicht gross merkt, dass es gross spät ist, die da noch nicht geschnurrt und so. Intermett, der Bau und Prediger hat einfach gemerkt, dass die Kanzler so fahren und so. Gierend und krasend und gemacht und dann denkt, es geht nicht lang und die Mahnen lassen. Aber das der jetzt hat, hat schon krasend und gepollert. Der geht da in die Kirche und der Talar hängt oben. Der Vögelblut in die Kirche, hä? Hey, so die Zeitung habe ich mich sehen können, hat er so gesehen, wer hinzieht, der erblindet. Er hat ein Salz, ein so rautes Oberländer, Groseli, gemeint. Oh, ich sage, ich will ihn wagen. Ja, jetzt möchte ich euch eben noch ganz gerne erzählen, wie wir zwei uns kennengelernt haben. Das war dann so schön. Und jetzt würde ich das Gänge so gerne weiterbringen. Und jetzt sind wir auch so fliegen. Jetzt müsst ihr einfach gut hören. Wir würden euch jetzt das singen. Ach, du warst jetzt singen? Ach, du bist gleich auch dabei. Pasch als Bubi alte Küchen lüt, daheime in die Lehre singen. Ich ha mit Haue schlimm zum Herde blüht, scha meine Röderli könne bringen. Yeah.
nur mehr aus. Aber jetzt Oh!
ist das Mann! Ja. Von was der Brauch kommt, oder? Mit diesen Nidlenschüsseln. Hauptsächlich eben beim Abbeizell machen sie ja das. Ihr wisst, wie die Tracht haben, oder? Die Mütze, die haben die rote Mütze an und die gelbe Hose. Und dann da in den da die Schuhlöffel, oder? Ihr habt sicher schon alle zusammen gesehen. Schön ist ein Setting in voller Tracht, geht zu laufen. Entgegen ist du ein Deutscher gekommen. Einer von Deutschland und der hat eben nicht gewusst, was das ist. Der hat den gross angeschaut, den deutschen Abbeizeller, und sieht, um Himmels Willen, was haben sie denn hier im Ohr? Dann hat du den Abbeizeller gesehen, oh, da steht ein Sonnenkollektor. Dann hat du den Deutschen gesehen, ja, aber das müssen sie mir dann schon erst beweisen. Hast du den Abbeizell ein bisschen breit hergestanden, so lass auf, tiefer vorne, und dann links scheich gebrunzelt und siehst, zuerst den ganzen Tag warmes Wasser. Schön ist einer zum Doktor gegangen. Und die Tochter hat er gelutet, der Tochter kommt raus, einer hat gesagt, Grüße, Tochter, Janne, Sprachfehler, wir sollten mir helfen. Der Tochter hat gesagt, oh gut, der Mann kann euch gar nicht helfen, dann müsst ihr zum Psychiater. Der hat ihm die Adresse gegeben, er ist sofort dorthin, der bei dem Psychiater hat er gelutet, und ist nicht lang gegangen. Der Kater kommt raus. Jetzt tun wir ein Liedchen singen. Und zwar mache ich denn das, was wir singen.
Oh, that's all that's
steht Tonne drauf. Schiebt fertig auf. Los, schließen. Ja, jetzt sogar alle rein. Wir müssen alle rein. Tonne, die Herr, die Herr. Tonne, die Herr, die Grüße, die Stille. La, die Haut, la, Bohne, la, die Sie. Ja. Ob im Morgen essen, lacht der Maurer gern. Jetzt ist er weg. Ich hab den Kopf noch nicht mehr über den Feist. Hey, wir sollten die machen, können wir essen? Ja, aber ich will nicht mehr. Hey, wir sind ja noch weiter. Hast du doch abgezählt? Ich habe mir das Ross durch die Steine geschleppt.
fünften Stock hoch, aber im vierten Stock habe ich gesagt, jetzt mache ich gar nicht mehr. Jetzt wollte ja viel wissen, wieso das Ross überhaupt da hoch muss. Petru sagt, ja, das ist ganz einfach. Er wohnt mit einem Kollegen da hier oben. Und der Kollege, ein lieber Kind, aber er hat so eine so blöde Saumode. Der sieht den Wiesendeich. Bei allem sieht er Wiesendeich. Und das verliert er, aber der kann sagen, dem kann ich irgendwie sagen, ja, der Blocher ist mit der Galmire ins Nest und der sieht Wiesendeich. Dann kann ich sagen, ja, der Fußballmatch hat mit dem gewonnen und der Wiesendeich. Gegen Wiesendeich und Wiesendeich. Und das sind wir aber so verliert. Jetzt denke ich, jetzt nehmen wir das Ross, tue das in die Badwanne reinfallen. Dann kommt dann der Kollege hier in die Badwanne oder das WC-Eichen, sieht das Ross, kommt raus und sagt, da liegt ein totes Ross in die Badwanne. Und dann könnte er ihnen sagen, wie sie denn? Das Ross noch in den 5. Stock Kuchenmast, oder? 5. Stock Kuchenmastet, Badwanne reingekehrt. Hey, seht, aber das wollt ihr jetzt gesehen haben. Hey, da wollt ihr jetzt noch nicht gerade hin. Nicht lang gegangen, der Kollege ist hergekommen, ist sofort in dein Badzimmer rein, kommt auf, geht raus und sagt, da, da liegt eine tote Kuh in Badwanne. Er sagt, das ist eigentlich ein Ross. Wie sie denn? Dann tun wir doch noch Ihnen erzählen aus der Mädchenwelt. Jetzt tun wir die Kiste ein bisschen zurückversetzen. Nein, für die Mädchenwelt. Es ist ein Hase, ein Fuchsi und ein Bär gewesen. Und die drei hätten ja so einen Dienst, oder? Und das war doch auch jeder wieder gewesen, wie ein Wesenglas. Und ja, und dann waren sie eben da Ausredung und hat da einen am anderen reichen sollen. Und dann hat zuerst den Fuchs reichen sollen. Und dann sagt er, ja, was machen wir jetzt beim Fuchs? Ja, wir haben den Schwanz an. Ein Fuchs ohne Schwanz, den hat die sicher nicht im Militär. Die das macht, die haben den Schwanz abgehauen, den Scheichen. Nicht lang gegangen ist der rausgekommen. Dann hat nicht müssen gehen. Hey, ja, das ist gewesen, dann können sie gar nicht brauchen, keine ohne Schwanz. Hey, ist ja der Hase dran gekommen. Ja, was machen wir mit Hase? Ja, wir auch in diesem Tor ab, oder? Ja, Hase ohne Ohren, das kann ja der Neun sein. He? Die haben die Ohren abgehauen, hast du gekoppelt. Hast du nicht lange gegangen, ist er auch rausgekoppelt. Und dann ist sie raus. So! Die das macht, die hat auch mit Zahn rausgeschlagen. Dann ist Schiefer. Bisschen los, wartet. Dann ist eben nicht rausgekommen. Dann sind die auch. Dann sind sie in einer Raue gehalten. Dann ist sie rausgekommen. Dann sind sie nicht raus. Dann ist sie. Dann sind sie. Ja, du musst nicht gehen. Dann sind sie. Aber warum denn nicht? Ich bin schwer gewesen! Wir haben hier
immer an wie ein Mann. Ich kann fast gar nicht mehr singen. Dann musst du etwas auf. Ja, jetzt etwas auf, aber jetzt muss ich etwas anderes nehmen. Ein Schnupftabak, ein Schnupf. Aber ich nehme nicht alleine hin. Soll ich durch die Tür hin, weil ich gut nach vorne kommen. Du bist ein Schnupf. Sie kannst dich ein bisschen aufgehen. Ja. In der Ferne, ei, was seh ich?
in der Ferne. Ei, was soll in der Ferne ein brennendes Licht? Ei, was soll in der Ferne ein brennendes Licht? Das kann niemand auslöschen. Das kann niemand auslöschen. Das kann niemand auslöschen. Mein Schatzohe, das kann niemand auslöschen aus mein Schatzohe. Aber jetzt ist Feierabend, aber jetzt ist Feierabend, aber jetzt ist Feierabend, mein Schatzari, gute Nacht. Yeah.
lang. Hört der ein Briefli bergoch. Ach Schatz, ich hab ihn planen. Ich werd mit dir ins Kirchli gehen. Ich sage dir doch so gern ja. Ist da hinten eigentlich einer Polizist? Ja. So, da ist einer. Ja, ja, du hast den Tag erzählt. Hey, aber, hey, da ist ein Mädchen mit dem roten Velo auf einer Kreuzung zugefahren. Der Polizist ist vom Rass runtergehockt und hat das gerade gesehen. Dann ist er so zu diesem Mädchen hergaloppiert und hat so nachgeschaut und sagt: Salü Mädchen! Hast du das Velo vom Christkindli bekommen? Und dann schäuch umrufen: Nein, wieso? Ja, weisst, hättest du dem Christkindli drum das nächste Mal sollen sagen, es sollte ein Nummer hinter das Velo tun. Dann hat das Mädchen umrufen geschaut und gesagt: Ja, und dann hast du das Ross auch vom Christkindli bekommen? Dann hat er abgehauen: Nein, wieso? Ja, weisst, hättest du dem Christkindli das nächste Mal sollen sagen, es soll beim Ross das Zahnschloch hinten dran tun, nicht drauf hoch. Merci viel mal, dass wir alle hier abgehört haben. Dir weiss alles Gute, auch zum Geburtstag. Hab's noch schön. Ja, ich bin hier, ich bin hier. Hey, hey. Also, merci viel, viel mal. Hangen wir mal. Ade.